Probieren wir es mal aus, würde ich sagen. Und zwar würde ich sagen, vorerst erstmal schön in die Breitseite mit ihm rein. Dann machen wir mal eine Beschleunigung. Mega-Stärkung. Erstmal schön ganze Zeit für den Anfang durchziehen, so. Was hat er vor? Sind die Duplikanten jetzt genauso stark oder was? Wäre es am besten, wenn wir uns um die kümmern. Beschleunigung. Dun, dun, dun. Oh nein! Ah, jetzt habe ich eine Pfeilung auf sich selbst. Ah, das war doch klar. Das habe ich missgebaut. Mist, 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 Mist. Ah, das ist jetzt ein Selbstversuch, was top zu schaffen hier. Auch noch im Schlaf. Nee. Mal bitte. B. Den hier. Ne, da reicht eine zaubernde Schwächung auf B. Angelo Zauber Vorleitung auf Flash. Danke. Komm, ey, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ja, Multi-Heilung auch noch. Genau. Alter, was ist mit dem denn los? Fange erstmal mit B an. Ich ganz prompt sagen. Ne, warte mal, sie hat doch die Fähigkeit, kann genau. Sie kann den Stab benutzen und heilt sich selbst. Und Angelo holt mal eben. Mega-Stärkung noch raus. Na, da könnte sie sich immer für 0 Punkte sie selbst sein. Das ist gar nicht mal schlecht. Normal müsste es Flash tun und Angelo nimmt den einen anderen. Damit auf jeden Fall Jengis immer macht. Jengis greift immer an. Oh, nicht schon wieder Schutt. Ah, die beiden Schwächsten auch noch immer. Jinx ist immer unter seine. Gibt es einmal eine Vollleitung und hat erstmal 3 Runden Ruhe. Ich würde gern. Ja, das Monster-Team ist es jetzt sinnvoll einzusetzen. Ich. Spezielle Arznei im Ding habe ich. Wir gehen mal wieder auf B. Jinx macht gleich B mit. Ne, zurück. Flash macht Zauber. Mittelheilung auf Jessica. Jengis nimmt die Sichel auf B. Jessica macht Beschleunigung. Angelo macht Mittelheilung auf sich selbst. So. Das machen wir so. Es geht jetzt keine Ahnung, wie lange. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ob wir ihn auch besiegen können, ist noch eine andere Frage. Weil es ist ja ein Endboss.
Schwede. Okay, Gepäck. Ich würde sagen Zauber, Mittel. Ne, wir machen eine Vollheilung auf Jengis. Und machen mit Jengis direkt immer B. Immer B, egal was ist. Beschleunigung. Angelo macht eine Mittelheilung auf sich selbst. Genau. Boah, die darf. Egal was ist, B durchgehend erstmal abziehen. Jessica macht eine Schwächung. Der macht eine Mittelheilung auf Jessica. Ach, schade, ey. Okay, mit Schwächung gehen gar nicht. Okay. Okay, ich muss wieder heilen. Nächste Runde. Ah, dass sie wieder einschläft, ey. Oh, jetzt muss ich heilen. Da kann ich eh nichts gegen machen. Ich habe gar keine Heilung mit der, ne? Doch, hab ich. Sicher, ich habe doch die Fertigkeit, den Stab. Das heißt, sie kann eigentlich ihn und Angelo macht meine Mittelheilung auf Jessica. Mit Flash auf jeden Fall. Flash und Jengis müssen auf jeden Fall am Leben bleiben. Die können sich noch untereinander heilen etwas, aber ich habe dann natürlich keine Dinger mehr. Okay, einer ist schon mal fertig. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal voll auf B. Das heißt, Jessica macht eine Beschleunigung. Mache ich jetzt noch Heilungen? Genau, Jengis, mach du mal eben. Ah, ich muss Ding Dong machen, eindeutig. Einer, der fehlt, der irgendwas machen kann, ist natürlich blöd. Okay, wach. Wach, wach, wach. Oh nein. Bleibt nichts anderes übrig. Ich würde eine Vollheilung auf mich selbst machen. Nee. Wir machen Merkurstoß auf A. A. Beschleunigung. Stopp zurück. Energieschub auf Jengis. Und er macht eine Vollheilung auf Flash. Jengis. Zack. Energieschub Jengis. Vollheilung Flash. Die Heilung, ich kann kotzen. 92. Angriffszauber. Angelo macht eine Mittelheilung auf sich selbst. Oh, ist das nervig. Ich glaube es nicht. Fring, fring, fring. Die müssen irgendwas mit 1000 auf jeden Fall haben.